Soll das so sein? Ich weiß es nicht, Digga. Hier kurz POV. Yeah, yeah, let's go. Was geht ab, ihr Wichser? Let's go zu meinem neunten Vlog hier auf meinem Kanal. Heute geht es auf ganz entspannt Go-Kart fahren mit Olfi, Lukas, Dennis und Alex. Und das ist wirklich ein 10 von 10 Rennen geworden mit natürlich, wie ihr es kennt, auch sehr, sehr geilen Schnitten von mir. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht viel mehr drum rum und starten direkt in den Vlog rein. Let's go! Bist du bereit? Ja, Mann. Weißt du was? Ja. Jetzt habe ich Hunger. So ein Knick! Bro, ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. Ja gut, vor 2 Stunden aufgestanden. Wie viel haben wir es jetzt? Weiß ich nicht. Was geht? Das Freak ist bad! Oh mein Gott, so ein Autismus, ne? Wolf, was ist denn mit dir passiert? Wie siehst du denn aus? Was soll das jetzt? Sieht jetzt voll anders aus. Hä? Ist das seriös aus, Digga? Bro, ich hab Hemd an. Wer hat die Tür nicht zu? Ich. Kann der Beifahrer 1 Zentimeter nach vorne, ich habe echt dicke Schenkel. Ja. Weißt du, was ich hab? Ich hab schlechtes Gewissen, dick, dick. Jungs, so von Gemütlichkeitsskala, so von 1 bis 10. Warte kurz. Ich sitze so ein Scheißhaufen. Solche. Du, Lukas, halt du die Fresse! Digga, ich sitze mit so einem scheiß Pizza gedrückt, snack die Pizza, Digga. Und wir sind hier gerade zu dritt, wirklich. Also, Voll echt. Oh Mann, Alter. Und generell, dieser ganze Look ist so ein bisschen so farblos, also jetzt nicht mega farblos, sondern so blasse Farben. Das finde ich ganz nice, genau das feiere ich und deswegen habe ich es auch ausgewählt. Junge, wieso sitzt meine eigentlich so scheiße? Was habe ich falsch gemacht? Tschüss, tschüss, tschüss. Jungs, seid ihr bereit? Siehst du was? Ja. Seid ihr ready, Jungs? Ich sehe gar nichts. Jungs, ich frag mich, warum ich nichts sehe. Meine Brille ist geschlagen, bitte helfen. Alles klar, dann als erstes die gelbe Fahne, beziehungsweise die gelbe Rundumlichter, die aufblinken. Heißt für euch, dass ihr langsam fahren müsst. Damit meine ich langsam, Schritttempo. Blau ist dann auch, jemand schnelleres hinter euch, der möchte überholen. Schwarz-Weiß, ganz einfach, kommt ihr die Rampe hochgefahren. Da aber ein bisschen mehr Schwung drauf haben, ansonsten kommt ihr nicht weit. Weil die Dinger allein 135 Kilo wiegen und nur 600 PS haben, sieht ein bisschen schlecht aus. Was guckst du mich jetzt die ganze Zeit an? Rammen und Abdrängen sind verboten. Wird das gesehen, fliegt derjenige sofort raus. Kann man hier sitzen? Hinter euch und möchte überholen. Verpiss dich, du Hurensohn! Ich muss auch noch mal einfach mal zusammenfassend sagen, unabhängig davon, wie das jetzt hier ausgeht, ich finde es eigentlich um die Gesamtsituation sehr schade. Jawohl!
hoffe, dass das nicht so ausgeht, wie es jetzt ausgeht, sondern dass man sich da irgendwie die Hand reicht. Blinkt das noch, Digga? Ich glaub nicht, oder? Ja, das fehlt. Ey, ohne Spaß, der Typ ist geisteskrank. Der fährt mit der scheiß Winterjacke, Digga, und zieht uns einfach alle ab. Was ist mit diesem Typ los? Dennis ist echt krank, Digga. Dennis ist echt Wahnsinn. Weißt du, ich dachte, weißt du, das Ding ist, ich dachte schon, ich bin scheiße, Digga. Aber Gott sei Dank ist Olfi noch mitgefahren. Hä? Wie sehe ich eigentlich aus? Wie ein Hurensohn. Das muss ich jetzt piepen, sag nochmal. Piep. Lösch dich, Digga. Das ist für dich. Diese und danach ging ja das und das. Diese konnte ich nie nehmen. Danach das ging. Die zwei vorbei. Waren eklig. Können wir das Ding abgeben eigentlich? Hä? Die Sturmmaske? Nee. Ich hätte dann auch gefallen, dass ich das Ding noch an habe. Ich weiß gar nicht, wo meins ist. Hast du das gefunden? Nein. Sicher. Motto. Ja. Was machst du denn? Hat das gefunden? Nein. Bro, da oben ist ein. Du hast gefunden, gell? Kann mir jemand den Joke erklären? Nee. Wenn euch dieser geile Vlog gefallen hat, like den Kanal und abonniert das Video. Sollte euch der Vlog nicht gefallen haben, like den Kanal und abonniert das Video. Um Geld zu verpassen, folgt mir auf Instagram. Jeden Sonntag um 12 Uhr ein neuer Vlog. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Verpiss dich, du Hurensohn!